Herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Etwas aus dem Bereich Support-Technik, technische Weiterentwicklung, Updates, wie mache ich es richtig, ohne dass was kaputt geht und weiteres. Hier handelt es sich nämlich ganz konkret um ein Update, was für die Optoma Ultra-Kurzdistanzprojektoren gedacht ist. So, wir haben hier immer schon gehabt den UHZ 65UST und dann gibt es das Schwestermodell, was später auf den Markt kam. Das ist der sogenannte P2, im Wesentlichen baugleich und hat allerdings ein weißes Gehäuse, somit natürlich interessant für jemanden, der den Projektor frei im Wohnzimmer installieren möchte und dort eben die Optik dann doch etwas mehr zur Geltung kommt als bei unserer Lösung, die wir jetzt hier mit dem UHZ 65UST gemacht haben, nämlich mit einem selbst entwickelten Möbel, wo das Ganze nachher verschwindet. Wir können das mal eben zeigen, verschwindet, Klappe zu, Affe tot und schon sehe ich nicht, dass ich hier einen Projektor habe. Manch einer sagt ja zu, und wir haben uns dem nun langsam auch angewöhnt, Laser-TV, mit dem ich jetzt hier auf 2,66 Meter Bildbreite mit einer Leinwand, die explizit natürlich für diese Art von Projektoren entwickelt worden ist. Was macht dann der Shepard immer als nächstes? Genau, der geht mit der Hand über die Leinwand. Man hört es dann so leicht. Also möchte man gar nicht jeden Tag hören. Auf jeden Fall kommt dieses Geräusch dadurch zustande, dass hier horizontale Rillen drin sind. Und diese Rillen, die machen Folgendes. Das Licht geht jetzt hier rein, wird nach vorne reflektiert, titscht hier nicht mehr oder weniger auch zur Hälfte nach oben. Und dann macht das oben an der Decke noch schöne Schattenspiele. Sondern es geht alles weitgehend nach vorne, zur Seite. Und Licht von oben wird absorbiert. Das nochmal zu dem Thema, ja, kann ich jede Leinwand nehmen? Klar, ich kann auch so auf eine Kachel projizieren, auf eine Tapete, auf alles das, aber das Bild wird eben mehr oder weniger schön sein. Und wir sind der Meinung, man sollte nach Möglichkeit, um das Maximale aus dieser Projektorengeneration rauszuholen, mit einer solchen Leinwand, die diese Rillen hat, nutzen, nehmen, wie auch immer der Satz jetzt gerade zu Ende geführt werden sollte, weiß ich nicht mehr. Egal. So, was habe ich hier? Es ist ja kein Film, den wir uns hier gerade anschauen, sondern hier kommt ein etwas sehnlicher erwartete Software-Update, weil man muss ganz klar sagen, also mancher Hersteller muss ab und zu mal doch noch mal ein bisschen nachsitzen und muss noch die eine oder andere Funktionalität vielleicht etwas stabilisieren. Und wir hatten hier tatsächlich rückwirkend erkennbar Probleme mit manchen Denon-Marans-Kombinationen. Yamaha ist hier auch aufgelistet. Das hängt dann unter anderem mit diesem Thema HDMI 2.1 und 8K und was nicht einem zusammen, haben auch hier, ich kann mich da gut dran erinnern, das war ein sehr langer Abend und eine Menge Bionade ist drauf gegangen. Mit Roland und meiner Wenigkeit, der Simon war auch noch dabei, wo wir eine Menge Tests durchgeführt haben und mit Japan telefoniert haben und die haben wiederum mit den anderen telefoniert. Also Optoma, Sound United hat viel im Hintergrund da auch gemacht. Und jetzt hatten wir dann eine Zwischenlösung in Form eines kleinen, einer kleinen Y-Weiche, eines kleinen Kästchens. Das ist also das Problem, was wir hatten, nämlich mit Bildaussetzern oder keinem stabilen Bild. Aber darüber hinaus war natürlich der Wunsch, könnt ihr das nicht sogar mit Software lösen? Und hier ist es soweit wohl gelöst worden. Ich mache das Video jetzt, bevor ich das teste, weil ich wollte live zeigen, wie das Update aussieht, weil da haben wir nämlich schon Rückmeldungen. Der eine oder andere ist etwas wenig geduldig wohl in den letzten Stunden gewesen und hat die Updates abgebrochen. Und das sollte man nicht machen, weil das Update besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der, den wir jetzt hier gerade sehen, da sagen wir mal herunterladen. So, dann geht der Spaß los, wird heruntergeladen. Das geht ja, je nach Internetverbindung geht das relativ zügig. Man kann auch das Update über einen USB-Stick machen. Da gibt es die Software auf der Seite von Optoma. Dann kann man mittels USB-Stick das Ganze installieren, wenn die Internetleitung vielleicht nicht, ja, ich sag mal, schnell genug, nicht stabil genug vielleicht auch ist, weil das wäre auch Käse, wenn die natürlich zwischendurch mal sich abschießt. Das wäre nicht so gut. Also, das machen wir hier. Das kann auch jetzt eine Zeit lang dauern, bis der Spaß überhaupt anfängt. Und wenn das erledigt ist, dieser Update-Prozess, dann geht das System, fährt das runter, er blinkt und das kann eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, weil das ist nämlich der zweite Teil des Update-Prozesses. Und da wird der eine oder andere anscheinend nervös, weil irgendwie will er wohl wahrscheinlich um 7:15 Uhr den Tatort gucken. Nee, das geht dann leider nicht. Also fangt früh genug an. Das Ganze kann eine Dreiviertelstunde nämlich dauern, was das Update angeht. Also das bitte in Ruhe durchführen und dann solltet ihr diese neuen Funktionen, die jetzt hier aufgelistet sind, dann alle auch in euren Optoma UHZ 65UST drin haben oder in den P2. So, und wenn ihr darüber hinaus jetzt neugierig geworden seid und sagt, hör mal, ich kenne das Ding noch gar nicht, also schön, dass das zu sehen ist, aber was ist denn das eigentlich? Dann könnt ihr jederzeit gerne zu uns in die Studios kommen, weil hier haben wir ja eine große Auswahl mit Kurzdistanzprojektoren, Laser-TV-Projektoren und dann zeigen wir euch gerne die Funktionalität. Ich glaube, jetzt habe ich das 5-Minuten-Video, glaube ich, mal geschafft. Kann das sein, Simon? Jawohl, ja. Wunderbar. Also bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV. Bis dann. Ciao.